Also wir hatten eine ganz tolle Session. Also zuerst waren wir so, ja, ob wir das wohl können. Und dann war das so berührend. Also wo ich die Lesung gegeben habe, ich war so richtig, also das war so eine richtig tolle Verbindung. Und ich konnte ihr wirklich ganz tolle Infos geben. Und als sie mir dann die Lesung gegeben hat, das war total berührend. Also so was Schönes. Schön, sehr schön. Ja, war wundervoll. Schön. Klar, es war Ja. am Anfang noch ein bisschen nervös oder irgendwie. Ja. Aber im Grunde, es ist ja ein Seminar und ihr, ich möchte einfach, dass ihr mal alles ausprobiert wenigstens, okay? Und Gott, wenn ihr mal hinfallt, ja, das ist dann auch nicht das Schlimmste. Dann steht man wieder auf und probiert es nochmal, weil wir ja auch in dem Sinne noch am Üben sind. Also von daher, ich freue mich sehr darüber, dass es so gut Ja. klappt bei dir. Danke. Danke. Ja. Nee, ich würde gerne was teilen. Und zwar, einmal fand ich deine Post heute bei Facebook sehr schön, mit dem Habe ich Mut, da absichtlich reinzuspringen. gemacht. Und ich kriegte heute, so eine Stunde, bevor wir jetzt uns getroffen haben, kriegte ich so Kopfschmerzen und ich fühlte mich so müde. Und tendenziell hätte ich jetzt gedacht, so, ach nee, du bist jetzt zu müde und du lässt das Seminar jetzt und du machst es einfach dann im Video und dann passt es ja auch. Und dann habe ich gedacht, so, nee, diesen Trick möchte ich jetzt mal eben bitte nicht anwenden. Ich merke schon, dass ich irgendwie Angst habe von dieser neuen Aufgabe sozusagen. Und ja, und jetzt, nachdem ich das quasi hinter mir habe, fühle ich mich auch total frei und wieder beschwingt. Das ist Schön. total erstaunlich und ganz schön. Und ich habe auch, als ich dann von meiner Partnerin die Akasha-Chronik geöffnet habe, ich habe zwar irgendwie was gesehen und gehört, aber nicht so ganz klar. Und dann habe ich die meisten Lehrer auch wirklich gebeten, oder ich habe gesagt, ich bin total nervös und könnt ihr mir helfen, mich ein bisschen ruhig zu stellen. So. Okay, Und und dann dann ist es auch geflossen. wunderbar, Ja. wunderbar. Ja, schön. Schön, wenn die einem einfach auch so helfen, die Energie ein bisschen einzupendeln, ne? Weil ich kam vorhin dazu, wo Jana erzählt hat, manchmal ist die Ruhe auch notwendig, sodass man sich erst nochmal erdet oder selber zentriert und dann kommen die Antworten. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Danke. Danke. Ich möchte gern was teilen, wenn ich darf. Okay, gerne. Also ich war sehr im Zweifel. Ich habe bei Jana schon zweimal um Hilfe gebeten und sie hat gesagt, wir machen heute eine Partnerübung und warte danach, wie es dann ist. Und es war sehr, sehr fließend und unendlich bereichernd und energetisierend. Und ich würde gerne vorlesen, was ich aufgeschrieben habe, was mir sozusagen zuteil wurde von den Meistern und Lehrern. Okay. Sei im Vertrauen, es ist leicht. Spielerisch wird es gelingen, du wirst fliegen wie auf Schwingen. Atme ein und atme aus, so wird ein Liebestanz daraus. Dann kam das Bild von Federn und Leichtigkeit und ein Fluss erschien, der fließt und es wurde von einem guten Herzen gesprochen. Und dann kam wieder so ein Reim: Du hast viel Liebe, Erdenkind, gib sie weiter geschwind. Die Erdung ist auch wichtig, kam dann. Und dann hat die Person, mit der ich, also die meine Akasha-Chronik gelesen hat, nach der Bedeutung der Federn gefragt, die vorher auftraten. Sehr Und schön. da war die Antwort: spielerisch, spielerisch, spielerisch. Und sie hatte dann ein Gefühl des Hüpfens oder Hopsens, wie in diesen Hinkelsteinen, wo die Zahlen drin sind, wo man springt, ja. Und dann wurde ihr eine Dankbarkeitsgeste gezeigt, also die gefalteten Hände. Und sie hat nachgefragt, worauf das bezogen ist. Und die Antwort war: Es ist bezogen auf alle Menschen, auf alle Wesen im Universum, auch die Meister und Lehrer sind sehr dankbar. Sie wissen, dass ich dankbar bin und haben dann gefragt: Hättest du gedacht, dass es so leicht ist? Und dann kam abschließend: Atme ein und atme aus, dann wirst du uns erkennen. Wir lieben dich und es ist eine Freude, mit dir zu arbeiten. Ach Gott, wie schön. Wunderbar. Ja, ich bin unendlich dankbar, weil ich war so im Zweifel und Du strahlst auch richtig, meine Liebe.
Danke, herzlichen Dank.